YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und heute präsentiere ich euch wieder meine gesamten Einkäufe aus dem vergangenen Monat, also dem Monat Juni. Also den Monat Mai. In dem letzten Latest Pickup Video hatte ich euch gefragt, ob ich diese Serie beibehalten soll oder ja öfters kleinere Latest Pickups machen soll. Die Meinung von euch war wirklich zwiegespalten. Die eine Hälfte hat gesagt, hey, lass monthly Pickups. Die andere Hälfte hat gesagt, nee, mach kleinere Latest Pickup Videos. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass diese monthly Pickups auf jeden Fall bestehen bleiben, denn ich feiere dieses Format. Und zusätzlich, falls es angebracht ist, wenn ich mir beispielsweise irgendwas im Sale gekauft habe oder wenn ich wirklich einen Piece habe, was beispielsweise ein eigenes Video verdient, dann mache ich spontan ein kleines Latest Pickup Video, auch wenn ihr dann in den monthly Pickups die Pieces nochmal seht. Leute, ich verspreche euch, hier zum Beispiel ist genug Stuff, den ihr noch nicht gesehen habt. Denn diesen Monat habe ich mir echt eine Menge Hosen gekauft. Ich habe mir viele T-Shirts gekauft. Und ohne lang rumzulabern, fangen wir einfach mal mit dem ersten Piece an. Zu den Kleidungsstücken, die ich euch schon vorgestellt habe, fasse ich mich auch kurz. Wie zum Beispiel bei dieser Palm Angels Cap, die ihr schon aus dem vergangenen Latest Pickup Video kennt. Hat mich 75 Euro gekostet, habe ich bei Essence bestellt, in schwarz mit dem weißen Print. Ist bei Essence leider schon ausverkauft, aber wenn ich da noch was finde, packe ich euch die gerne unten in die Beschreibung. Machen wir mit den Oberteilen weiter und dafür brauchen wir jetzt eigentlich Dave. Wollt ihr mal mit mir mitkommen und ihn suchen? Lass mal gucken, wo er steckt. Dave? Wo steckst du, Dave? Digga, was machst du hier? Geht's dir nicht schon langsam besser? Mein Gott. Dave ist endlich zurück, hat sich anscheinend erholt. Wie geht's dir? Willst du nichts sagen? Machen wir weiter mit dem nächsten Kleidungsstück. Und da hätten wir als erstes dieses wunderschöne Flanellhemd von Ruff. Kostet eigentlich 150 Euro, aber ich habe gehört, dass momentan 40% Rabatt auf die Beta-Kollektion gegeben wird. Das bedeutet 150 Euro minus 40%, 10% sind 15, mal 4 sind 60. 90 Euro macht das für dieses Flanell, was mir wirklich sehr gut gefällt. Mit dem Zipper, die rot-blauen Akzente, hier noch so ein bisschen beige. Kann man wirklich sehr gut kombinieren. Und auch auf alle anderen Produkte aus der Beta-Kollektion kriegt ihr momentan 40%. Ich würde vorschlagen, ich packe euch den Link, wie zu allen Artikeln, wie immer. Ihr kennt den Spaß mittlerweile. Unten in die Beschreibung. Wer darauf Bock hat, kann sich das gerne abchecken. Ich habe hier übrigens die Größe L genommen. Nächstes Piece, ebenfalls von Ruff. Dieses weiße Broken Dreams Club T-Shirt. Habe ich mir ebenfalls in der Größe L gegönnt. Ich war einfach auf der Suche nach einem weißen Shirt für den Sommer. Dieses hier hat genauso wie das Flanell wirklich eine sehr gute Qualität. Kostet 90 Euro. Dave, verletzt sich nicht schon wieder, ne? Hinten auch nochmal einen coolen Print am Start und dieses Ruff Tag. Und wir machen weiter mit dem nächsten Piece, weil wenn ich weiter so viel über die einzelnen Kleidungsstücke rede, haben wir ein kleines Problem. Da hätten wir wieder ein weißes T-Shirt, dieses Mal komplett blank, ohne Aufdruck. Habe ich von H&M für 10 Euro mir gekauft. Weiße T-Shirts, gerade im Sommer, sollte jeder von euch mehrere zu Hause haben. Und steht Dave auch ziemlich gut, oder? Dieses T-Shirt habe ich mir bei Essence für 90 Euro gekauft von der Marke 032C bzw. 032C. Das ist eigentlich ein Magazin aus Berlin, die mittlerweile auch ein bisschen Kleidung machen. Das habe ich mir in der Größe L gekauft, ist allerdings schon ausverkauft. Falls ich da was finde, wie gesagt, die Links packe ich euch unten in die Beschreibung. Das ist schon fast so dick wie ein Pullover, ist also gerade für wärmere Tage ein bisschen ungeeignet. Vorne die Bestickung gefällt mir auch sehr gut, Black on Black, irgendwo dezent. Auf der anderen Seite doch auffällig wegen der Größe. Und jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, hä, wofür steht überhaupt 032C? Das ist der Rotton, beziehungsweise der Code des Rottons auf der Farbskala, den das Magazin verwendet. Und so kommt dieser Name eben zustande. Dieses Yang Li T-Shirt und dieses Raf Simons T-Shirt kennt ihr ebenfalls bereits aus dem vergangenen Latest Pickup Video. Hierzu habe ich auch schon auf Instagram ein Bild hochgeladen. Wer das abchecken möchte, kann mir gerne auf Instagram folgen. Ich würde mich tierisch freuen und Dave sich auch. Letztes Oberteil ist dieses Hemd, was ich für das Outfit für den Muttertag mir gekauft habe. Hat mich 55 Euro gekostet. Gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Ich weiß, dass viele von euch dieses Hemd nicht so gefeiert haben, aber Leute, Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Dave, ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder zurück bist. Wir brauchen deine Hilfe nicht mehr.
Bis zum nächsten Mal. Kommen wir zu den Hosen und da habe ich mir vergangenen Monat insgesamt 6 Stück gekauft. Als erstes hätten wir hier diese Acne Pants, die ich immer noch nicht zum Schneider gebracht habe. In schwarz, sind immer noch fast so lang, wie ich groß bin. Deswegen kommen wir direkt zur nächsten Hose. Und da hätten wir wieder eine schwarze, dieses Mal von H&M für 40 Euro, die wirklich mega breit geschnitten ist. Hat auf jeden Fall was von einer Anzugshose. Und ihr seht es, meine Freunde, auch die muss zum Schneider gebracht werden. Dritte Hose und schon wieder eine schwarze. Nein, das ist nicht dieselbe wie gerade. Die ist dieses Mal von Bershka. War von 30 Euro auf 7 Euro reduziert. Deswegen habe ich mir gedacht, für 7 Euro musst du einfach zuschlagen. Die ist allerdings nicht ganz so breit geschnitten wie die von H&M. Aber ihr könnt es erahnen, auch die ist mir wieder zu lang. Der Schneider macht auf jeden Fall mit mir gut Cash diesen Monat. Es ist schon wieder eine schwarze. Dieses Mal keine Hose, sondern eine Jeans von Diesel, die ich mir für 120 Euro gekauft habe. Einfach eine ganz normale, schlichte, schwarze Jeans. Sollte auch jeder von euch im Schrank haben. Die von Diesel haben meines Erachtens auf jeden Fall eine gute Qualität, sind im Preis auch ein bisschen teurer. Dafür halten die bei mir auf jeden Fall ein bisschen länger. Und das Coole hierbei ist, dass sie nicht zum Schneider muss. Endlich mal eine Hose, die nicht schwarz ist. Diese graue Hose habe ich mir bei H&M im Sale für 12 Euro gekauft. Und die ist für den Sommer eher ungeeignet, weil die schon so ein bisschen dicker ist und relativ warm hält. Aber dafür war die immerhin schon beim Schneider. Kommen wir zur letzten Hose, beziehungsweise zur letzten Jeans. Ja, das ist so eine Chino-Hose. Und ich sag euch ganz ehrlich, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt mir immer noch nicht sicher bin, ob ich euch dieses Kleidungsstück zeigen soll. Denn ich weiß jetzt schon, was für Kommentare unter diesem Video kommen werden. Oder dass Leute wegen dieser Hose einfach einen Daumen runter geben. Aber hey Leute, ganz ehrlich, scheiß drauf, solange es mir gefällt, ist alles cool. Und genauso solltet ihr auch denken, zieht nur das an, was euch gefällt, beziehungsweise kauft nur das, was euch gefällt. Und hier hätten wir einmal, wie gesagt, ich weiß, dass diese Farbe sehr, sehr gewagt ist und man muss aufpassen, wie man die kombiniert. Ich habe mir die in Antwerpen für 25 Euro von Dries Van Noten gekauft. Die war, glaube ich, irgendwie von 275 oder knapp 300 Euro auf 25 Euro reduziert. Es war eben ein Schnäppchen, auch wenn die Farbe jetzt nicht das ist, was ich jeden Tag anziehen würde. Aber ich bin mir sicher, dass man mit dieser Hose einen coolen Sommerlook kreieren kann. Und jetzt schreibt mal bitte wirklich objektiv eure Meinung in die Kommentare. Ist das too much? Kann man das anziehen? Und wenn diese Hose der Grund dafür ist, dass ihr diesem Video einen Daumen nach unten gibt, dann möge es so sein. Dieses Video wird auf jeden Fall ein bisschen länger gehen, denn bevor wir jetzt zu den Sneakern kommen, zeige ich euch noch ein paar Accessoires, die ich mir gekauft habe. Einmal diesen Doppelschnallgürtel, hat mich glaube ich irgendwie 10 Euro gekostet. Und nochmal ein Gürtel, dieses Mal von COS, der war ein bisschen teurer, ich glaube 29 Euro. Beide haben silberne Schnallen und sind relativ dezent gehalten. An sich eben ganz normale Gürtel und die Links dazu kann ich euch auch nochmal gerne unten in die Beschreibung packen. Kommen wir auch schon fast zu den letzten Accessoires, da hätten wir einmal hier diese schwarze Sonnenbrille mit den getönten, runden Gläsern, leichte goldene Akzente am Start. Hat, glaube ich, irgendwie was zwischen 10 und 20 Euro gekostet. Und dann hätten wir einmal hier noch diesen Ring, der wie eine Feder aussieht. Kostet so um die 25 Euro, ist allerdings auch aus Echtsilber. Zu guter Letzt, bevor wir uns gleich noch die Sneaker angucken, hätten wir einmal hier diesen schwarzen Ping-Pong-Rucksack, zu dem ich auch ein Gewinnspiel gemacht hatte. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an den Gewinner. Und ich bin mit meinen auf jeden Fall sehr zufrieden. Wie gesagt, hat eine Menge Taschen am Start, wo man viel verstauen kann. Eigentlich ideal für die Schule oder wie bei mir für die Uni. Kommen wir endlich zu den Sneakern. Da hätten wir als erstes diesen Vans Old School, den ich im vergangenen Monat echt mega häufig anhatte. Auch für den Sommer ist der wirklich gut geeignet. Gibt es in mega vielen Farbvariationen. Ich habe jetzt hier die klassische schwarz-weiße Variante und würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Als nächstes dieser Low Top Doc Martens. Ich muss sagen, von der Qualität her macht der wirklich einen sehr guten Eindruck. Ich hatte ja auch angesprochen, dass sie wirklich ungemütlich sind. Ich muss bis jetzt sagen, dass die Low Top Variante auf jeden Fall klar geht. Die High Variante ist deutlich schlimmer. Und wer auf der Suche ist nach einem etwas schickeren Schuh, ist das hier auf jeden Fall eine gute Wahl. Und zu guter Letzt, dieser Reebok in dem Vintage-Look gefällt mir nach wie vor immer noch ultra gut. Der Colorway ist wirklich richtig nice. Dann noch ein paar blaue Akzente. Wie ihr sehen könnt, hatte ich den noch nicht an. Aber ich glaube auch hier für 90 Euro wirklich eine sehr gute Wahl, die man auch im Sommer anziehen kann.
Dieses Video hat vielleicht ein bisschen länger gedauert. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich ab und zu mal längere Videos mache. Ich könnte jetzt die Question of the Video zu dieser Hose machen, aber ich glaube, dazu werden eh genug Kommentare kommen. Deswegen als Question of the Video, was war euer Favorite Piece, was ich mir im Monat Mai gekauft habe? Schreibt das gerne in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr auch super gerne einen Daumen nach oben geben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Ja, bitte?